Ich entfernte Dodds Herz und fixierte das des Spenders an seine Stelle. Wie kann denn ein Herz das alles durchstehen? Ach, das Herz ist ein viel weniger kompliziertes Organ, als die meisten Leute denken. Es ist nichts anderes als ein kräftiger Muskel. Den kann man schon allerhand zumuten. 4 Stunden nach Beginn der Operation ließ ich 2 Elektroden an beide Seiten des Herzens anbringen und gab ihm einen Elektroschock. Das Herz begann zu schlagen. Natürlich hielten wir es an der Herz-Lungen-Maschine angeschlossen und mussten mindestens 10 Minuten warten, bis es selbstständig weiterarbeiten konnte. Und dann kommt der kritische Moment, wenn man die Pumpe entfernt. Das Herz stoppte. Die Pumpe wurde wieder angeschlossen und wir warteten nochmals 5 Minuten. Dann versuchten wir es erneut. Diesmal zeigte das EKG starke, regelmäßige Herzschläge. Die Operation war gelungen. Ich trat zurück und bat Dr. Everett, die Inzision zu schließen. Auszug aus der Pressekonferenz nach der Transplantation. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich erst erklären, dass ich sehr müde bin.